Hallöchen und willkommen in Lanas Kreativatelier. Heute wird es schön herbstlich und bunt. Wie ihr seht, habe ich hier jede Menge verschiedenes Laubwerk, das ich mir gestaltet habe. Ich habe mir unter anderem einfach auf Aquarellpapier einen Hintergrund vorbereitet in Gelb, Orange, Rot mit ein bisschen Blau gefärbt. Das sind solche Brushes, die ich habe. Aber den Hintergrund kann man auch mit normalen Wasserfarben gestalten. Also ich habe mir das Papier feucht gemacht, ein bisschen drauf gesprenkelt, dann verleuchtet die Farbe, ergibt immer wieder schöne Verläufe und Muster. Sieht einfach wunderschön für ein Herbstlaub. Also habe ich mir einige Stanzen ausgesucht, die ein bisschen bei mir größer sind. Da könnt ihr mal schauen, wer was findet. Ich zeige mal, das sind das, was ich als Stanzen verwendet habe. Hier habe ich eine größere. Die beiden großen sind aus den Stampin' Upsets. Eigentlich alle diese Stanzen sind aus meinem Stampin' Up Bestand. Ihr müsst schauen, was ihr da habt. Ich hatte auch noch diese Stanze. Die, meine ich, war bei einem Stanzenset aus Action da gewesen. Mit den Bären. Habe ich noch hier irgendwo eine zweite. Ja, irgendwo hier versteckt. Ich habe mir für zusätzlichen Effekt habe ich hier mir mit so einem Perlenpen kleine Beeren gemacht. Die sind auch noch mit Glitzer. Dachte ich, das passt auch sehr schön zu meinem herbstlichen Muster. Und da die Blätter bei mir relativ klein sind und ich nicht so große Stanzen habe, diese hatte ich auch noch gestanzt und geprägt. Gab es auch bei einem Baumset, so von Stampin' Up, da gab es die Blätter. Aber viele anderen, größere, die habe ich mir einfach auf so einem Papier aufgezeichnet und ausgeschnitten, damit ich auch mal ein paar größere Laubblätter habe. Und was habe ich damit vor? Heute bastel ich keine Karte, sondern es wird eher ein Deko-Element. Bei uns, zum Beispiel nach dem Sturm war das letzte oder vorletzte Woche, sind ganz viele Äste runtergekommen. Da habe ich mir welche gesammelt und hier zu einem Bund zusammengebunden. Die rechts und links die habe ich mit einer Kordel verbunden, sodass man sie aufhängen kann. Zusätzlich habe ich sie so leicht weiß gekalkt, ein bisschen angestrichen. Oh, da hängt schon mein Blättchen. Da hängen meine Beeren. Einfach zusammengebunden. Und das möchte ich gerne an meiner Haustür aufhängen. Das wird noch ausdekoriert. Hier möchte ich meine verschiedensten Blätterwerke anbringen. Die klemme ich dazwischen, klebe ich oben drauf. Dekoriere ich aus. Also werden sie einfach verteilt und angeklebt. Außerdem habe ich hier noch Kokosfaser irgendwo im Geschäft gefunden. Die gibt es ja in Floristikgeschäften. Gibt es momentan überall so einen Braunton, so Zimtbraun, Orange. Und was ich noch gefunden habe, war so eigentlich das Engelshaar, aber so in grün. Die möchte ich teilweise hier auch dazwischen als Lückenfüller zwischen die Äste, zwischen mein Blattwerk klemmen. Das mache ich, das bereite ich fertig und dann machen wir gemeinsam weiter.
So, meine Zweige sind voll mit Blättern und Beeren gefüllt. Ich habe, was ich euch vorher vergessen habe zu sagen, ich habe bei Action auch diese Beeren geholt. Kleine rote und gelb-orangene. Für zusätzliche 3D-Effekte, die habe ich in einzelnen Grüppchen zusammengesetzt, mein einzeln, mal zu dritt. Zusätzlich dekoriert. So kann man es schön vorne aufhängen. Aber etwas fehlt mir noch. Ich habe mir zusätzlich noch so einen Herbsthänger gemacht. Habe ich mir eine Form ausgesucht, die mir recht gut gefällt. Man kann hier. Ich wollte zuerst kleine Anhängerchen nutzen. Aber die meine Variante war ja recht schmal und lang, hat mir nicht so gut gefallen. Habe ich mich also für diese Form entschieden. So ein hübsches Etikett, das ich längs genommen habe. Habe da drauf Herbst gestempelt. Was ich hier mal ganz anders genommen habe, dann das Ganze bei mir draußen an der Tür hängen soll, wird sich das Papier zu viel drehen, welken. Bei Blättern ist es ja, sag ich mal, egal, weil die Herbstblätter sind sowieso verwelkt. Da wird es nicht so viel ausmachen, aber hier wollte ich nicht, dass sich nachher rundet und wellt. So habe ich für meine Etikettenanhänger, wie auch immer, habe ich Kunstleder geholt. Kunstleder gibt es hier auch bei Action. Ich hatte aus meinem Nähprojekt noch Restbestände. Das ließ sich wunderbar mit Stanzen der Big Shot durchkurbeln. Einmal durchkurbeln ging alles gut durch. Müsst ihr schauen, wie es bei euch klappt. Das möchte ich hier unten gerne noch anbringen, sodass bei mir Herbst noch hängen wird. Und was ich noch mir überlegt habe, ich habe ja, da ich so große Stanzen nicht habe, habe ich mir Willkommen selbst geschrieben und einfach ausgeschnitten. Und das möchte ich hier gerne festkleben. Dann gibt es einen Willkommensgruß für jeden, der kommt und gleichzeitig Willkommen Herbst heißen. Das bringe ich nur noch an und dann bin ich hier mit meinem Werk komplett fertig. Ich klebe es mir jetzt einfach mit Klebepünktchen an. Sonst kann ich mir das irgendwie schlecht vorstellen, wie man das anbringen könnte. So, mit dem Projekt bin ich fertig. Dann zeige ich euch noch eine weitere Idee. So, ich hatte hier nämlich noch etwas vorbereitet. So, ich mal. Herbst steht auch hier. Und zwar habe ich mir solche Fähnchen hergestellt. Auch mit Herbst in neutralen Tönen. Hier in so einem schönen Cappuccino-Ton, sag ich mal, so ein helles Braun. Habe ich weiße Ovale zusätzlich ausgestanzt. Und die Buchstaben. Meine stammen aus einem älteren Stampin' Up-Stanz- und Stempelset. Man könnte die Buchstaben auch nur stempeln oder selbst drauf zeichnen. Aber ich zeige euch mal, wie ich diese Fähnchen hergestellt habe. Und zwar habe ich dazu diese Stanzen benutzt. Und zwar diese Außenstanze. Seht ihr, das passt nämlich hier ganz genau. Ich habe die größte genommen, da ich viel Platz habe, wo das hängen soll. Sollten meine Buchstaben etwas größer werden. Ich habe mir A4 Blatt geviertelt und auf jeden Viertel konnte ich mir
das ausstanzen. Dann habe ich bei 12 cm, in etwa bei 12 cm eine Falzlinie gezogen und umgeknickt, so dass ich hier dazwischen noch eine Kordel ziehen konnte. Und das Ganze habe ich noch mit Ösen befestigt. Das muss man nicht machen, man kann ja die einfach hier festkleben. Das ist so meine Idee. Zusätzlich, man kann die Fähnchen natürlich auch aus seinem hübschen Designerpapier. Ich habe mir meine Designerpapiere durchgeschaut. Das eine war mir, die meisten waren mir zu bunt. Das soll ja an einem anderen Ort hängen, wie mein Kranz nenne ich das mal. Da sollte es nicht so bunt werden, wollte ich neutralere Töne, so habe ich mich für diese neutrale Farben entschieden. Kombiniert mit Weiß, mit ein bisschen dunkleren Farbton, das hat hier so schön gepasst, das ist dunkelbraun mit so einem hellen braunen Ton. Und wie ihr seht, habe ich hier auch schon meine neue Stanze verwendet. Ich hatte Glück und konnte mir diese Hintergrundstanze schon besorgen. Die fand ich einfach klasse für den Herbst, so als neutrales etwas im Hintergrund. Das ist jetzt so schön gestitcht, diese Baumuster einfach im Hintergrund, finde ich einfach klasse. Habe ich wieder das Wort Herbst angebracht und das wird bei mir im Wohnzimmer hängen. Das ist meine zweite Deko-Idee für diesen Herbst. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und euch gefallen meine Idee. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dahin, eure Lana.